So, da bin ich wieder. Ich habe zum Glück rechtzeitig bemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Ist jetzt auch schon die nächste Folge. Ich bin halt gerade nur reingelaufen und habe zwei Stücke Fleisch gegessen. Also ich habe jetzt nichts verpasst. Ach, hier ist nur einer. Hier ist dann das Panoramafenster. Welches Huhn hat ein Ei gelegt? Ich brauche die Eier zwar eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem will ich mal die Eier sammeln. Dann hacken wir mal wieder ein bisschen Holz. Oder auch ein bisschen viel Holz. Wir werden schließlich noch einiges brauchen. Ich mag diese kleinen Bäume nicht, wo die Äste so tief hängen. Die mache ich mal als erstes futsch. Ei, yay, noch ein Ei. Jetzt habe ich schon 7 Eier. Genug Eier haben. Ja, ich versuche irgendwie den Eierwitz und noch lustig zu machen. Aber ich glaube, das wird nichts. So ist es richtig. Das Panoramafenster mache ich schon mal. Für die Decke wird das Holz, glaube ich, noch reichen.
Nee, reicht doch nicht. Das Birkenholz wird, glaube ich, auch nicht reichen. Eier. Ei. Setzlinge. Noch zwei Bäume, also noch zwei normale Eichen. Danach noch vielleicht zwei Birken und dann bin ich fürs Erste fertig. Also mit Holz holen. Das wird reichen, denke ich. Nee, das Gas wird nicht reichen. Ja, ich bin schlau. Ja, ich bin schlau, nach wie vor. Komisch, kaum Architekt, gehen alle Schafe raus oder auch nicht. Ja, ich will den nicht ungern vom Strand wegnehmen, weil ich will, dass es möglichst, na möglichst natürlich aussieht. Und wenn am Wasser überhaupt kein Sand ist, dann ist das seltsam. Hier ist ein bisschen viel Sand. Ja, ich weiß, es wird jetzt Nacht. Aber den Sand hole ich mir halt noch. So. Von hinten ist es natürlich noch total flach. Da kommt auch noch, wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, ein dritter Teil ran. Dann gibt es halt diesen Eingangsbereich und dann noch diese drei Teile zu den drei Seiten. Sind zwar nur ein paar Sekunden im Bett, aber immerhin. Ach, ich muss eh noch den Boden ausheben. Und die Wand verschieben. Und eine Tür bauen. Und da Glas rein. Wobei, das geht ja nicht. Ich habe ja eh noch kein Glas. Läuft ein Creeper rum, der hier gleich durchs offene Fenster kommt. Die Decke ist zu. Ja.